Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Space Engineers. So, wir sind wieder da auf unserem schönen Landeplatz und wie versprochen geht's jetzt direkt weiter mit den Landelichtern. Eigentlich wollte ich ja die Aufnahmesession für heute sozusagen beenden. Es ist 1 Uhr morgens, ich muss noch ein bisschen was schneiden, aber ich dachte, komm, wenn du jetzt schon dran bist, dann mach das ganze Ding auch fertig, denn in der nächsten Woche weißt du zum einen nicht mehr, was du machen wolltest. Und zum anderen, dann geht diese Produktionsnot ja schon wieder los. Deswegen wird jetzt einfach ein bisschen vorproduziert. Wenn es auch nur eine Folge ist, wenn ich jede Woche eine Folge mehr mache als nötig, dann... dann habe ich es bald geschafft. Ja, es klingt auch immer ein bisschen blöd, ne? So eine Folge mehr als nötig, so als ob ich mich gezwungen fühle, hier zu sitzen. Nein, das tue ich natürlich nicht, das macht mir natürlich Spaß. Aber, es ist dieser persönliche Ehrgeiz, ich hätte es gerne lückenlos, ja. Also, ich hätte gerne immer montags und mittwochs eine Folge Space Engineers, ohne Unterbrechungen. Und manchmal schaffe ich das einfach nicht. Ja, wisst ihr ja selber, wie es ist. Dann kommt sowas Blödes dazwischen, das nennt sich Arbeit. Und dann schreit die Familie noch, kannst du bitte was anderes machen, als immer den ganzen Tag im PC zu sitzen? Und dann nicht so, okay. Ja, irgendwie so ähnlich, ihr kennt's ja. Deswegen, ja, geht's eigentlich auch nicht arg viel mehr dazu zu sagen. Ich muss mir halt die Nacht um die Ohren schlagen, damit es endlich mal so wird, wie ich mir das vorstelle. Zum Thema, wie ich mir das vorstelle, Landelichter. So, ich hätte gerne... Weil ich wahrscheinlich hier wie blöd wieder rumlaufe für euch. Ich versuch's mal ein bisschen zu erklären, was ich machen möchte. Ich hätte gerne, dass die Lichter hier abwechselnd blinken und immer eine Reihe weiter bis hier rein. So, und da kommt jetzt schon mal die Schräge, die ist kacke. Da kann ich wieder das Licht nicht anbringen, das nervt mich jetzt schon. Ah, dann geht's nur bis hier und hier. Und dann möchte ich aber auch nicht jeden Block hier haben, sonst sieht es kacke aus, wenn hier ein Licht ist, da eins und da eins und dann ein Block keins und dann hier. Dann mache ich es doch gleich richtig. So könnte ich es eigentlich probieren. Ich versuche es jetzt einfach mal. Außen. Außen. Innen. Innen. Das könnte sogar... Es könnte sogar jetzt mal ausnahmsweise wirklich gut werden. Oh ja, jetzt muss ich das Ding wieder treffen, ne? Oh. Ich kann's. Ich kann's. So. Wunderbar. Okay, okay. Schauen wir. So, leuchtet schon alles ganz hell. Wunderbar, brauchen wir aber nicht. Brauchen ein LCD-Panel. Das machen wir doch mal hier dran. Wo habe ich es denn? Wo verstecke ich es denn immer? Wollte ich auch mal neu anordnen alles, ne? Mache ich mir irgendwie so groß gesagt. Schaffe ich auch nicht. Ach Gott, ey, es muss einfach irgendwie gehen. So. Ich licht auch nicht. Ceiling, da sind ja... toll. Oh Gott, ich hätte es benennen sollen. Machen wir es anders. Machen wir es anders. Wir flexen da nochmal ein bisschen was. Das ist genau. Incomplete. Das nennen wir. Landing Pad. Right. So, was ist das jetzt? Rechts, links? Welche Richtung? Eigentlich egal, ich nenne es jetzt einfach mal 1. So, ganz, ganz kreativ. Landing Pad. So, wie es denn gemacht? Okay, ich mache es jetzt genau falsch. Es ist Light 1 Landung. Genau, Landing Pad. So müsste es sein.
Night 1. So. Versuch mal ein gewisses Muster hier anzubringen. Dass ich irgendwann wieder verwerfe und dann drei Folgen einfach nur alles umbenenne. Ich würde sagen, einfach die Richtung. Ja, das ist die Blickrichtung, das ist die zielführende Richtung, dann ist das hier die rechte Seite. Nach vorne, hinten, links, alles klar. Dann nennt sich das ab sofort Interior Light, Light 1. Rechts, Light. So. Landing Pad 1 wahrscheinlich, ne? Auch noch. Es kommt ja irgendwann noch ein zweites. So. Vielleicht übertreibe ich es jetzt, ne? In der Vergangenheit immer zu viel vernachlässigt das Ganze und jetzt übertreibe ich es wahrscheinlich jeden Block richtig zu binden. Echt total unnötig, aber ja. Egal, jetzt wird es so gemacht und fertig. Light 3 ist das jetzt dann, genau. Licht Nummer 3 auf der rechten Seite. Landing Pad 1. So. Sehr schön. Ich hätte es eigentlich auch gleich einstellen können, ne? Ich. Doofkopf. Aber egal. So geht es jetzt. So. So habe ich jetzt beide zwei benannt. Ich glaube, das hier ist dann das Dreier. Ich hoffe es einfach. So, werden wir gleich sehen. Wie war denn das? Fallout, das lassen wir alles mal so offset. Blink. Blink-Intervall. Wenn ich auf 2 Sekunden mache, ne? Blinklänge 10%. Aber von was? Vom Blinkintervall oder wie? Nicht wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier 50% mache. Genau, dann ist es so halb halb. Ach Gott, wie haben wir das damals gemacht? Zehn, ne? Ich lasse jetzt einfach mal auf 10. 2 Sekunden beim Licht Nummer 3 auch. Machen wir es mal genauso. Blinkintervall ist 2. Länge 10. Okay. So, der hier braucht jetzt ein Offset. Nein, 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 nein. Blink Offset. Zehn Prozent, dann würde er losgehen, wenn das andere ausgeht. Ich möchte aber einen kleinen. Obwohl, passt eigentlich, ne? Probieren wir es mal. 10. Blink Intervall alle 2 Sekunden. Okay. Ein klein bisschen zu schnell, ne? Wie bekomme ich das langsamer? Ich erhöhe den Intervall. Ich erhöhe den Intervall mal auf 3. Bei allen 3. Das ist ja bei allen 3 identisch. Den Blinkintervall erhöhe ich mal auf 3 Sekunden. Okay.
Licht Nummer 4 auf der rechten Seite vom Landing Pad 1. So, ich weiß, das sieht jetzt wirklich nicht spektakulär aus. Also, aktuell beim Zusehen, wenn man First Person bin und immer in den Menüs, aber ja, es gehört halt einfach mit dazu. So, wir haben hier ein Intervall von 3 Sekunden, haben wir gesagt. Länge 10 und hier haben wir ein Offset von 20, müssen wir jetzt hier haben, oder? Genau, 0, 10, 20. Ich möchte was versuchen, und zwar bei 1 und 3. Länge 10 Sekunden vom Blinken. Wenn ich das jetzt auf 15 erhöhe, jetzt haben wir so 20. Dann haben wir 20. Als nächster Intervall stand 20, 40, 60. Das müsste auch gehen. Ich versuche es mal auch mit 15. Ich möchte ja schon... Wenn ich denn jetzt die Länge oder quasi, ja eigentlich die, ja genau, also schon richtig. Wenn ich die Länge, die Blinkdauer nicht, so kann man sagen, die Blinkdauer zu sehr erhöhe, also auf 20% jetzt zum Beispiel. Und es sind quasi 4 Stufen, ne? Die äußeren 2 ist eine Stufe, dann außen in der Mitte, dann zu der Vertiefung hin und dann in der Vertiefung habe ich 0% Offset, 20... 40, 60. Also im Prinzip der ganze Leuchtvorgang, bis alles durchgeblinkt hat, das hört sich so kacke an, nimmt 60% von der Zeit in Anspruch, von den 3 Sekunden. Und dann ist die Pause danach noch 40%. Also irgendwas, keine Ahnung, Blinkdauer ist dann 1,8 Sekunden oder so ein Kack und... Die Pause ist dann noch 1,2 Sekunden. Ich hätte schon gern, dass die Pause zumindest ins gleich lang ist oder etwas länger wie der Blinkvorgang. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal hier 15%. Dann ist hier der Offset nicht 10, sondern 15. Hier ist er dann 30. Und in der Mitte wäre er dann 40. Da stimmt was nicht. Jetzt stimmt's. War gerade irgendwie ein bisschen seltsam. Okay. Ja, mir geht schon wieder Sauerstoff aus, ich weiß. Da kümmere ich mich gleich darum. Jetzt erstmal. So, und das ist Center Light. Mal einfach nochmal Light Center Landing Pad 1. Wunderbar. Kann ich es ja gleich einstellen, ich Idiot. Und zwar hat es ein Blinkintervall von 3 Sekunden. Eine Dauer von 15. Oh, den könnte ich auch. Den können wir auch höher machen, ist kein Problem. Aber jetzt versuchen wir es auch mal so. Und da haben wir jetzt gerade 15, drehen wir jetzt hier 45. So. Was war das? Ich dachte schon, hey. So ein dumpfer Schlag, so bumm. Ich dachte schon, die stirbt jetzt. Einmal zu hart aufgekommen dann. So, schauen wir mal, wie sieht das aus? Ich finde, das sieht jetzt cool aus. Mhm. Doch, also mir gefällt's. Oh, das muss jetzt noch auf der Seite hin. Ich finde die Lichter immer nicht, ich bin so blöd.
Vielleicht so ein Corner-LCD nehmen sollen. Hier, so. Sieht das besser aus? Was haben wir denn noch für Lichter eigentlich? Light. Ceiling Light. Corner Light. Nice, Interior Light ist schon das, was wir haben, wenn wir es in der Mitte platzieren wollen. Das wollte ich eigentlich. Nein, schon ein bisschen kacke aus mit den Lichtern, also dass die so. Der Leuchtvorgang an sich sieht ja toll aus, aber die ist. Also, mir stört es irgendwie, wie die hier drauf gebaut sind. Ja gut, wir lassen es einfach mal. Wir bringen sie jetzt an. Wir machen das jetzt mal. Ja. Ich muss ganz kurz die Elemente benennen. Incomplete, ne? Interior Light, nur 6. Jetzt haben wir jetzt dann Light. 1. Ne, wieder 1 einfach. Wir fangen bei 1 an. Und zwar sind wir jetzt diesmal on the left side. Landing Pad 1. Und hier. Das ist das Licht Nummer 3 dann wieder. Landung, wieso schreibe ich immer Landung? Okay, halt, ich kann es ja gleich richtig einstellen, ich Idiot. So, und da haben wir schon den ersten Fehler. Wenn ich das jetzt nicht genau so bin, dann nur der erste Left und dann 1 oder 3. Und hier auch. Erst so und dann so. Wird es mir besser angezeigt. Achtung. So, besser sortiert. Oder auch nicht. So, danke. Mann! Eigentlich müsste es jetzt besser sortiert sein. Probier es einfach mal aus jetzt. Ich möchte das wissen. Rechts 1. Rechts 2. Rechts 3. Und natürlich wird es besser sortiert. War doch meine Vermutung richtig. Rechts 4. So, und ich wollte sie jetzt einstellen. Also wir können den Intervall bei allen gleich machen auf 3 Sekunden. Die Länge haben wir gesagt, 15% Offset bleibt noch bei 0. Wunderbar. Und einmal ans Werk. Mhm. So, Connection 2. Oh, 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 oh. Ruhe, Ruhe, ganz cool. Your health is low. Oh, ich hab's voll verpennt. Ich hab's voll verpennt, dass mir das Sauerstoff ausgeht. Ich Doofkopf. Echte. Ja. Also gute. Oh, meine Space Engineers Frau wird mir das übel nehmen und ich nehme dem Spiel übel, dass es gerade gecrasht ist. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ah, schon wieder, your card is probably overheating or driver. Hier überhitzt gar nichts, du doofes Kack-Early-Access-Spiel.
Ja, also ich sage, das war's dann natürlich auch schon wieder für diese Folge, denn wir sind jetzt gerade in der Zielgeraden von 20 Minuten Aufnahme gewesen. Vielleicht, wenn ich jetzt so ein bisschen strecke mit meinem sinnlosen Gerede, schaffen wir die 20 Minuten noch. Aber ich denke, wir sind so bei 18, 19 Minuten. Muss jetzt einfach rein, es ist schon spät, ich muss noch rendern und ich, ja. Ich weiß, was wir fürs nächste Mal machen. Beim letzten Autosave-Punkt, denkt ihr, war ja noch nicht so lange her. Erstmal Sauerstoff tanken und wenn wir Sauerstoff getankt haben, dann machen wir weiter mit den Landelichtern. Die dann, ja, oder die besser aussehen als das ganze Landingpad. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber so werden wir es jetzt auf jeden Fall machen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Und ihr wisst ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, beides oder so, irgendwas in der Art, Mann, da lassen. Freut mich tierisch. Aber auf jeden Fall das nächste Mal wieder einschalten. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin. Ciao. Adios.